Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch zur vierten Folge von WandaVision. Ich habe heute an meiner Seite die Horstigkeit, die schon in der ersten Episode da war. Der Stu. Ich grüße euch. Hallo, geliebte Untertan, nicht verliebte Untertan. Aber vielleicht hat sie auch verliebt wie WandaVision. Mal gucken. Und natürlich unseren Special Agent vom FBI, den Patrick. Servus. Hi. So, wir haben uns die vierte Folge angeschaut und erstmal so vorab, ohne zu spoilern, wie fandet ihr sie? Ich fand sie gut, vor allem, weil sie meine Vermutung bestätigt hat, dass die ersten drei Folgen eine Art Prolog sind. Vor allem den Anfang fand ich stark, weil da ja auf diesen Blip Bezug genommen wird, den wir ja halt in Avengers, Infinity War und Endgame kennengelernt haben. Trotz allem, will ich ehrlich sein, so ein bisschen das Sitcom-artige habe ich schon vermisst. Das ist schon wieder lustig, weil ich weiß nicht, ob du die letzte Folge von uns angehört hast, die Episode 3, jetzt in Farbe, weil da hatten wir ja den lieben Christopher bei uns als Gast und der fand das gerade andersrum. Der fand nämlich dieses Sitcom-Setting überhaupt nicht gut. Ja, aber Sitcom-Setting fand ich halt gut. Das beweist halt wieder, dass ich anscheinend den besseren Geschmack habe als Christopher. Liebe Grüße. Und Patrick, wie sieht's bei dir aus? Wie fandest du? Ich fand's schön, dass so ein bisschen jetzt ein Handlungsbrocken, ein großer, reingeschmissen worden ist, wir einige Fragen geklärt bekommen haben. Ich habe trotzdem auch ein bisschen das Sitcom-Feeling vermisst und bin da ja so halb auf Stu's Seite. Wie nur halb? Ganz oder gar nicht? Nee, es hat wirklich gut getan, dass wir diese Erwartungshaltung unterlaufen haben. Jetzt habe ich halt schon ein bisschen Schiss, dass es jetzt nach und nach doch ein bisschen mainstreamiger wird, als uns lieb ist. Ja, da gehe ich mit. Ja, ich muss auch sagen, ich fand die Folge gut, aber ich fand sie letztlich auch ein bisschen uninteressant, weil im Prinzip ja eigentlich nur das bestätigt worden ist, was wir uns ja alle nach den ersten drei Folgen schon gedacht haben. Richtig. Oder hattet ihr da irgendwie einen Moment, wo ihr dachtet, ach so, okay, das war mir noch nicht klar? Also, nee. Für mich hat sich tatsächlich die Folge jetzt angefühlt wie, ach, die übrigens, wo ich es noch nicht geschnallt habe in den ersten drei Folgen, da, das steckt hinten dran, was eigentlich im Hintergrund passiert, hinter den drei Folgen, wo wir vorher gesehen haben. Das wirkt eben echt wie so eine kalkulierte Beschwichtigung für die Mainstream-Schauer. Ach, übrigens, es ist nicht nur Sitcom, da passiert auch was. Wobei man ja sagen muss, also dass es dann schon mutig war von den Marvel Studios und Disney, die Serie halt so aufzubauen. Ne? Die hätten das ja auch gleich in der zweiten Folge präsentieren können. Ja, oder sie hätten es auch gleich wie direkt in der ersten Folge machen können und sagen euch zu, dass das und das passiert jetzt eigentlich, so wie jetzt die vierte Folge hier abgelaufen ist. Und dann kommt man in dieses Sitcom-Setting und sieht dann, so hätten sie es ja auch aufbauen können. Aber dadurch, dass es dann mit den Sitcom-Folgen angefangen haben, fand ich es ziemlich stark, weil das mal was wirklich anderes war, wie was man halt von Marvel-Universum halt so kennt, ne? Ja, und da muss ich halt, wie gesagt, Patrick auch recht geben. Also es war ganz schön, so sage ich mal, in Anführungszeichen unten hinter die Kulissen zu gucken, Anführungszeichen oben. Aber es wirkte halt eben dadurch auch wieder sehr Marvelesco, um es mal so zu nennen. Ich meine, du hast da wieder diese obligatorischen Marvel-Sachen drin, zum Beispiel altbekannte Figuren kehren zurück, zum Beispiel diese Dr. Louise, gespielt von Kat Dennings, die in den ersten beiden Thor-Filmen mit dabei war. Dann hast du diesen Agent Wu, den du ja aus Ant-Man kennst, gespielt von Randall Park. Alles ganz nett, aber nichts, wo ich sage, holla die Waldfee, das ist mal was Neues. Also da waren die ersten drei Episoden schon ein anderes Kaliber. Richtig. Und dann Agent Wu, das finde ich auch lustig, den kennt man ja auch aus einer Sitcom, ne? Also. Ja, genau, Fresh off the Boat und er spielt ja auch bei Aquaman mit, also auch bei DC zu Hause. Stimmt. Genau. Also sehr, sehr lustig. Und da ist sie natürlich, das fand ich auch schön, dass die jetzt wieder da ist, weil die fand ich in den Thor-Filmen, war sie zwar da, aber sie ging so ein bisschen unter. Sie war immer so nur das Doofchen von Dings, also mein Empfinden. Ja, ja. Also ganz ehrlich, in Thor 2 ging alles unter. Ja, das ist wahr. Wobei das auch, dass sie gerade im Mittelpunkt gerückt ist, auch zeigen könnte, dass die von Natalie Portman geschauspielerte. Die war zu teuer.
die war entweder zu teuer oder man steuert jetzt echt so ein bisschen auf Female Thor hin, weswegen diese Wissenschaftlerin gerade nicht zur Verfügung war. Ja, okay. Das macht Sinn. Gut, also wollen wir dann auf die einzelnen Szenen eingehen oder habt ihr noch so, was ihr euch jetzt noch schnell so loswerden wollt, bevor wir dann auf die einzelnen Szenen eingehen? Also kurz zur Erklärung, wir nehmen das ja hier wirklich Freitagmorgens auf, das heißt die neue Folge ist ganz frisch erschienen, ja. Und ich war ein bisschen verdutzt, weil ich habe sie angefangen und dann stand da halt Länge irgendwie 35 Minuten, dachte, oh, die ist was länger als sonst. Mhm. Und dann ist mir mal wieder aufgefallen, wie echt lange dieser Abspann ist. Ja, der ist wirklich lang. Also Netto-Laufzeit der Folge waren, glaube ich, 25, 26 Minuten. 28 Minuten. Klugscheißer. Wobei ich sagen muss, diese 28 Minuten, die waren wieder wie ein Fingerschnips vorbei. Das war eine gute Überleitung, meine Freunde. Genau. Zum Anfang. Wahnsinn. Ich muss dir jetzt was gestehen, Stu. Das ist alles schon Vorarbeit für die Folge Horse, wo ich mal irgendwann auftreten werde. Okay, Filme übers Fingerschnippen, ich merke mir das, okay. Nein, genau, also Fingerschnippen, es beginnt natürlich erstmal Previous On wieder, die so kleine Kurzgeschichte, was bisher passiert ist, wo man wieder ein paar Szenen aus den ersten zwei Episoden, beziehungsweise kurz, glaube ich, auch eine aus der dritten Episode sieht. Und dann macht es aber ohne Intro direkt einen Übergang in die Jetztzeit, also in die Wirklichkeit. Und man sieht die Erscheinen der weggeschnipsten Person im einen Krankenhaus wieder. Genau, der sogenannte The Blip, glaube ich, wird es genannt. Blip, genau. Der wurde ja schon in Spider-Man Far From Home thematisiert. Mhm. Muss sagen, ich fand das bei Spider-Man ganz nett, aber ich fand es, wie es hier gemacht war, irgendwie ganz cool, weil wir finden uns hier im Krankenhaus und diese Rambo erwacht halt wieder, also wird wieder materialisiert und schlendert da durch die Gänge und überall ist Chaos und überall tauchen plötzlich Leute auf. Das fand ich ganz interessant und auch ganz schön gemacht. Ich fand es ehrlich gesagt auch sehr schön gemacht, gerade weil sie ja auch so aus diesem, sie erwacht ja praktisch, sie erwähnt ja, dass sie nur 20 Minuten kurz eingenickt ist, neben ihrer Mutter, die noch hier im Krankenhaus eigentlich auf diesem Bett lag. Und diese kurze Szene, wo sie sagt, ich bin ja nur 20 Minuten eingenickt, sagt mir jetzt zum Beispiel wieder, dass in diesem Blip, dass die Leute gar kein Bewusstsein hatten, sondern für die einfach die Zeit stehen geblieben ist in dem Moment. Weil es ja mal eine Zeit lang die Frage im Raum gestanden hat, ob die Leute, obwohl sie weggeblippt worden sind, irgendwo in einem anderen Universum oder so trotzdem noch weiter bestehen und da ihr Leben praktisch fortführen. Habe ich mal gelesen. Vor allem war das auch lustig, wie da auf einmal die Panik ausbricht, als da die ganzen Leute auftauchen und dann auch nahe schon wieder ein überbevölkertes Krankenhaus. Das hatte jetzt erstaunliche Parallelen zur heutigen Pandemiezeit. Mhm. Ich muss auch sagen, allein diese Idee, dass die dann plötzlich weg sind und dann wieder auftauchen, es erinnert ja so ein bisschen an Leftovers, wobei Leftovers damit schon ganz anders umgeht. Aber ich habe mir dann so gedacht, so ganz ehrlich, stell mal vor, so ein Selbstmörder. Mhm. Springt gerade und dann schnippt Thanos mit den Fingern und dann 5, 6 Jahre später, zack. Und in der Zeit, in den 20 Minuten, also sie sagt selbst, es waren höchstens 20 Minuten, wo sie weg waren. In diesen 20 Minuten denkt der Selbstmörder so, ach, eigentlich ist das Leben doch schön. Dann Patz. Patz, genau. Was ich halt auch mich gefragt hat, ist, wenn jetzt jemand sich wieder dematerialisiert, sondern wie sagt man das Gegenteil, wieder Materialisiert, genau. Und genau in dem Moment auch jemand auf dem Punkt, wo er auch verschwunden ist, wieder steht, gibt es dann eine Mutation zwischen den zwei Personen. Also das. Ja, oder ganz ehrlich, stell mal vor, da, wo du gestanden hast, ist jetzt eine Mauer. Ja. Ne? Richtig. Also bei mir sind das mehr so Gedankenspiele wie aus so klassischen Komödien. Ne? Wenn jemand etwas gegen diese Eheschließung hat, dann soll er jetzt sprechen oder für immer schweigen. Richtig. Also die. Ich denke, dass mit dem Materialisieren, das wird sich auch noch irgendwie in einer späteren Folge zeigen. Da werden sie bestimmt noch irgendwelche Spielereien haben. Wir haben nicht umsonst so viele Sitcom-Statisten. Ein paar werden da bestimmt irgendwie kaputt gebeamt oder sonst was. Ja. Also ich glaube auch, dass in den nächsten Folgen die Sitcom wahrscheinlich noch wieder zurückkehren wird. Nicht so prägnant wie in den ersten drei Folgen. Aber allein jetzt vom Bildmaterial, was Disney jetzt rausgegeben hat, ist ja offensichtlich, dass da noch einige Sitcom-Dekaden vor uns stehen. Ne? Ja, so eine Theorie hatten ja Patrick und ich zum Beispiel in der Episode 3, also in der letzten Folge auch aufgestellt, dass es wahrscheinlich
nach der vierten Folge so immer einen Wechsel geben wird, dass man, weiß ich, 10 Minuten in der Sitcom sieht, dann 10 Minuten draußen, also jetzt nur so rein theoretisch sehen wird, damit man auf beiden Seiten praktisch die Handlungen oder die Wege, wo die Leute oder die Charaktere gehen, so mitbekommt. Ja, denke ich auch. Und jetzt wissen wir ja auch, wer hinter dieser Hand immer im Abspann gesteckt hat. Das war Darcy. Ja, genau. Wobei, aber ich glaube, da greife ich jetzt vor, sie erwähnt ja auch irgendwann, dass sie nur eine geschnittene Version von dem kriegt, was man eigentlich sieht. Aber das ist eine spätere Szene, da kommen wir vielleicht gleich oder später nochmal dazu. Jedenfalls, Krankenhaus ist ja noch nicht ganz abgehandelt, weil sie erfährt nämlich im Krankenhaus, dass ihre Mutter, auf deren Krankenbett sie Wache gehalten hat, schon längst verstorben ist. In der Zeit, vor 3 Jahren. 3 Jahren, genau. Und da ist sie ziemlich gut geschockt, würde ich auch sein, wenn ich aufwache und das heißt, deine Mutter ist schon seit 3 Jahren tot. Wie, ich habe noch 20 Minuten gepennt. Jedenfalls gibt's. Habt ihr Leichenschmaus verpasst? Verdammt. Oh. Da gab's leckeres Rahmschnitzel. So. Rahmschnitzel. Naja, egal. Gehen wir weiter. So, und die nächste Szene, wo man dann sieht, da kommt sie im SWORD Headquarter, kommt sie an und ihre Magnetkarte funktioniert nicht. Klar, sie war ja auch eine Zeit lang weg. Und da kriegt sie so ein bisschen von dem jetzigen, wie sagt man, den CAO, der Chef von der Organisation, so ein bisschen die Situation erklärt, dass ihre Mutter und sie das ja damals gegründet haben und die Mutter da so veranlasst hat, dass Leute, die wieder erschienen sind, erstmal klein eingestuft werden mit kleinen Missionen. Ich denke auch, dass man die einfach testen muss, ob die vielleicht irgendwelche Restspuren haben, Radioaktivität, whatever. Mhm. Und deswegen nicht direkt oder eben durch einen Skrull vielleicht auch ausgetauscht wurden. Das kann nämlich auch sein. Ja, stimmt, weil der Wu schreibt ja auf der Tafel einmal hin, ist das von Skrulls hier inszeniert. Genau. Was ich nicht ganz verstanden habe in dem Gespräch, das sagt er, als sie da oben waren, meint er damit die Raumstation, wo die da im Orbit gebaut haben. Ich habe das nicht ganz verstanden. Ich denke, schon am Ende von Captain Marvel war es doch so, dass Nick Fury in so einer Raumstation war, die deswegen auch erstmal die Sphären vom All erforscht haben, nach weiteren Invasoren. Mhm. Und Thor kam ja auch aus Asgard, deswegen ist ja auch Darcy dabei, dass sie erstmal Angst haben vor Bedrohungen von oben. Loki kam ja auch von da. Mhm. Und überwiegend die Showdowns bei den Avengers-Filmen, die kamen ja auch von oben, die Invasoren. Ja, das ist schon richtig. Naja, weil er es so betont hat, ich kann sie nicht mehr nach oben schicken. Ich sage, wie, wollt ihr jetzt 2 Stock höher, oder? Das hat mir nicht so ganz, naja. Aber es wird wahrscheinlich so sein, dass er auf die Raumstation meinte. Entweder war es Tony Stark oder die Aliens. Einer von beiden hat immer Scheiße verbrochen. Das ist wahr. Aber bin ich wahrscheinlich der Einzige, wo das so hinterfragt hatte, das mit dem da oben. Ja, also ich dachte mir, gut, dann war die vielleicht mal irgendwo auf einer Raumstation oder vielleicht meinte damit auch diesen Blip oder so. Das war mir nicht so wichtig. Okay. Man wird bestimmt auch darauf eingehen, aber es gibt ja genug Erklärungen. Ja, vielleicht kommt es noch in der weiteren Folgen von WandaVision, dass das ein bisschen erklärt wird, was sie damit oben gemeint haben. Ich wollte es jetzt eigentlich nur so kurz ansprechen. Ich wollte jetzt keine große Debatte draus machen, eigentlich. Ist mir halt nur aufgefallen. Du schneidest das Ganze, das ist deine Sache. Ja. Sieh dir an, was du angerichtet hast, Sam. Ja, verdammt. Ja. Naja, jedenfalls kriegt sie einen Auftrag und fährt dann nach Westview. Da wird sie dann auch schon im Empfang von den Agent Wu und 2 Polizisten. Und die Unterhaltung fand ich irgendwie ganz lustig. Ja, denn die beiden Polizisten sagen ihnen halt, dass es Westview gar nicht gibt. Genau. Und als dann gefragt wird, aus welchem Ort kommen sie denn, sagen sie aus Eastview. Genau. Und der Rambeau und dem Special Agent Wu ist aber auch irgendwie klar, irgendwas stimmt hier nicht. Also das spüren sie halt einfach. Und diese Stadt, das muss man auch sagen, das haben die gut hinbekommen. Also sie stehen, würde ich sagen, so vielleicht so 500 Meter vor den Stadttoren. Und diese Stadt wirkt auch irgendwie seltsam, weil du siehst halt nichts
Also da stehen Häuser und es ist eine Straße und Schilder, aber du siehst keine Menschen. Also du, wenn du da hinguckst auf diese Stadt, wirkt das wirklich mehr wie so eine Geisterstadt. Richtig. Es wirkt wie Silent Hill, nur ohne Nebel. Und ein bisschen heller. Ja. Genau. Und ohne Monster. Und ohne Monster, genau. Und ohne Pyramid Head. Wir können jetzt aufhören. Und was ich ja dann auch noch lustig fand, ist, sie schickt ja dann eine Drohne rein in Form eines kleinen Hubschraubers, der aussieht wie so eine Kamera. Und die verschwindet dann urplötzlich, als sie die Grenzen der Ortschaft überschreitet. Und hier hören wir zum ersten Mal, wenn etwas in diese Welt eintritt, beziehungsweise es ist doch so eine Art Bermuda-Dreieck, wenn da was eintritt, dann macht es so einen Knall. Und während der ersten Folge gab es immer einen Knall, dann haben die geschaut. Ja, richtig. Ja, Wolf, was sagst du? Ich glaube, dann kommt auch schon die Szene, wo wir das erste Mal seit langer Zeit wieder Darcy Lewis wiedersehen, ne? Ja, also erstmal wird die Rambo wird dann reingezogen in die Sphäre und dann gibt es nun einen Schnitt auf Darcy, genau. Und die hat sich seit den ersten beiden Torfilmen vom Charakter her nicht verändert? Nee, nicht wirklich. Was ich ganz schön finde, denn auch wenn sie in den Torfilmen nicht viel zu tun hatte, war sie zumindest immer, wie ich fand, eine ganz charmante, sympathische Figur. Und das war sie jetzt auch hier wieder. Wenn ich Kat Dennings sehe, erinnert mich das halt automatisch immer an Max. Und ich liebe den Charakter Max. Also. Siehst du mal, ich finde zum Beispiel Two Broke Girls zum Kotzen. Nee, ich habe jetzt nicht von der Serie an sich gemeint, ich meinte nur den Charakter. Aha, okay. Ach so. Den Charakter, verstehe. Oh, dann hoffe ich, dass eine Two Broke Girls Episode, so Sitcom-Episode für Stu angestreut wird. Nein. Oder so ein Moment. Also das Schlimmste, was Warner Vision machen könnte, ist, wenn sie irgendwie Two Broke Girls, Two and a Half Men und Big Bang Theory referenzieren würden. Damit würden sie mir keinen Gefallen machen. Oder Two Broke Girls gepackt mit Fuller House oder Full House. Patrick, was geht in deinem Krankenhirn vor? Ganz ehrlich. Also Stu, ich kann dich da ein bisschen beruhigen, weil erstmal sind die 80er und 90er dran, bevor wir irgendwann die 2010er Gott sei Dank, kommen. Cosby Show, das wird toll, ja. Mit Herber ist Bill Cosby. Telestammtisch, das Podcast, das Podcast-Projekt mit gutem Geschmack. Ich werde gefeuert, egal, weiter geht's. Genau. Ja, jedenfalls ist Darcy, wie du schon sagst, eine taffe und schnell merkende oder wie sagt man, schnell denkende Person, weil sie gleich rafft, dass die ganzen Drohnen, wo die Bundeswehr, CIA, FBI, alles was da vertritt. Bundeswehr, CIA. Ja, ihr wisst ja, was ich meine. Alles was Rang und Namen hat, ist halt da. Und die schicken ja eine Drohne nach der anderen rein und keine schickt irgendwie Signale zurück. Und anhand des Kollegen hier, der sie ja da einweisen soll, sie gleich rafft, okay, da ist nichts, sie bekommen halt keine Signale zurück. Und sie baut dann gleich ihre Special-Geräte hier auf. Ja. Und sie kriegen auch absolut null Infos, die sollen helfen, aber die Infos werden echt so vorne weggehalten und so, ja, macht mal, wieso, ja, weil es so ist. Was ich da aber auch, also das war jetzt eine Sache, die habe ich mich gefragt. Darcy sagt ja irgendwann, okay, ich brauche einen Fernseher, aber einen alten. Ja. Und da habe ich mich gefragt, wie bekommen die so schnell so einen alten Fernseher her? Ja, das ist richtig. Also ich finde, es ist ja heutzutage schon schwierig, einen normalen Röhrenfernseher noch zu bekommen. Das ist wahr. Aber Stu, da ist die Macht des Schnittes, die Antwort. Nicht nur die Macht des Schnittes, das sind die Agents of S.H.I.E.L.D. und of S.W.O.R.D. Wenn die das nicht hinkriegen würden, wenn sie einen Tesseract haben, dann wäre das echt ein Armutszeugnis. Ganz ehrlich, haben die irgendwie in ihrem S.H.I.E.L.D. oder S.W.O.R.D.-Lager eine Extraabteilung für alte Röhrenfernseher natürlich, von 1960? Ja. Natürlich. Wir arbeiten Kommissionsnummer und alle. Hol mir mal das Gerät 2020. Ja, ja. Ich habe Mike angerufen von Zor, der ist in Sachen alte Fernsehexperte. Genau. Der Trödeltrupp. Genau. Ja, jedenfalls empfängt sie ja hier dann die Signale, auch diese Fernsehsignale, wo von diesem Inneren der Bubble, sage ich jetzt mal, rausgeschickt werden. Und sie zieht dieses Oszilloskop oder was das sein soll, ich weiß nicht genau, zieht sie raus und sagt dann noch, nein, ich schaffe das schon alleine.
Er steht so neben dran und sieht sie dieses schwere, große Gerät da unter dem Tisch vor. Das fand ich auch lustig, die Szene. Aber da sieht man halt die Charaktereigenschaft von Darcy wieder, ne? Dieses Freche, dieses, ja. Das, wie sagt man, dieses Flotte. Einfach so, gleich da mit einer Antwort, ja. Oder gleich mit einer. Ja, es ist also immer noch eine sehr kecke Figur. Ne? Ja, richtig. Und auf diesen, ich weiß gar nicht, ist das ein Oszilloskop oder nennt man das anders da? Ich habe keine Ahnung. Es ist irgendwas Altes mit Knöpfen und irgendwelchen Reglern. Nennen wir es einfach Oszilloskop. Wir wissen, was gemeint ist. Wenn ihr da draußen nicht wisst, was gemeint ist, dann guckt euch die Folge an. Und wenn ich mich verhaspelt habe oder falsch benannt habe, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben, wie das Ding wirklich heißt. Da merkt man es, wir kennen uns mit diesem ganzen Marvel-Zeug aus, aber mit diesen technischen Dingen, oh Gott, nein. Ich glaube, Oszilloskope gibt es auch außerhalb des Marvel-Universums. Ja, war das schon dessen Ding, was hier runterhängt? Ja. Ach, das ist ein Mikro. Okay. Aber unser Schnittmeister kennt sich nicht mit Technik aus, das ist bedauerlich. Oh, danke. Jetzt sei nicht so gemein zu einem Schnittmeister. Sonst wirst du rausgeschnitten, sonst heißt ja, es nur du und Sam. Oh, fuck. Naja, gut. Jedenfalls bekommst du auf diesem Gerät, ich sag jetzt nicht extra, wie es heißt. Der Gerät. Dem Gerät, genau. Dem Gerät macht gut. Empfängt halt diese Folge Wonder Vision. Genau, nämlich die allererste, die wir also auch gesehen haben. Und das fand ich auch ganz interessant. Die sehen auch exakt das, was wir gesehen haben. Also es ist jetzt so anscheinend so, dass Wanda in ihrem eigenen Kopf da schon die Folgen perfekt produziert und halt eben auch schneidet. Das heißt, Sam, wenn du diese Ausgabe schneidest, denk immer, was würde Wonder Vision machen? Also Wonder machen. Aber ich fand diese Szene eigentlich so herrlich meta, wie sie das schauen, was wir schauen und wie sie dann auf einmal analysieren, ach, das sind ja so und so viele Darsteller aus beliebigen Sitcoms und da merken wir so langsam, wie die Fassade bröckelt. Zu 90% dieser Leute sind ehemalige Darsteller aus irgendwelchen Serien, außer Agnes. Die sehen wir nicht auf dieser Pinnwand. Weswegen da die Theorie wieder kommen könnte, das ist Agatha Harkness. Wobei ich eine Theorie schon wieder revidieren muss, wo ich letztens ja aufgestellt habe, weil ich ja gesagt habe, als hier Geraldine... Ich betone es extra, weil du sagst, ich habe letztes Mal Gerald gesagt. Sie wird ja rausgeflogen und ich habe das ja damals bei der dritten Folge so gedeutet, dass sie verhaftet wurde von einer anderen Organisation. Hier in der Folge sehen wir jetzt aber, dass es doch ihre eigene Organisation ist. Das muss ich halt wieder revidieren. Es tut mir leid, ich habe gelogen. Nein, nein, du hast nicht gelogen, du lagst falsch. Das ist lag falsch, genau. AIM ist doch nicht so auf Zack, wie wir denken. Nee, die haben nur halt komische... abgehalfterte Sitcom-Darsteller. Das ist wahr. Gut, kommen wir zur nächsten Szene, bevor wir uns hier verhaspeln in meine Fehler. So. Und zwar wird ja dann ein Agent losgeschickt in so ein, ich würde mal Outbreak-Kostüm oder Anzug, würde ich mal sagen, durch die Kanalisation geschickt, um in diese Stadt reinzukommen, weil sie die Vermutung aufstellen, dass die Kanalisation halt nicht so mit einem Schutz versehen ist, genau. Und was ich halt lustig finde, ist, dass genau in dem Moment, wo der Agent dann durch diese Wand da durchgeht, er sich in diesen Bienenfarmer verwandelt. Aber das war ja eigentlich total clever, weil seine Schutzausrüstung hatte ja schon ein bisschen was vom Imker. Ja. Und wir erfahren ja auch dann später, dass diese Drohnen sich ja dann auch in etwas verwandeln, was mehr zu dieser, sage ich mal, Atmosphäre da passt, die sich der Wanda zurechtgezimmert hat. Das ist ja das, was das Wu auch sagt. Genau. Warum sieht denn der Hubschrauber jetzt anders aus? Ja, damit es mehr ins Setting passt. Genau. Und das ist jetzt einfach von einem hochtechnischen Gerät zu Sitcom-Pappkulisse geworden. Ja. Das merkst du auch an diesem Schlauch, der sich an diesen Agent befindet. Der wird auch auf einmal zu so einer Art Spielzeug hinter ihm und löst sich. Ja, richtig. Wobei wir ja dann, Patrick, wir hatten ja noch die Theorie aufgestellt gehabt, dass dieser Imker AIM darstellen soll, weil das AIM-Zeichen ja so eine Bienenwabe ist. Deswegen hatten wir genau. Das so ein bisschen interpretiert. Was jetzt auch wieder falsch ist. Verdammt, Patrick, wir müssen uns mehr anstrengen. Das geht so nicht. Ich merke schon. Also es ist das letzte Mal, dass ich hier mitmache. Also sowas Unprofessionelles, das ist ja sonst nicht meine Art. Ach ja. Gut, dann kommt eine Szene, wo es in diesem Headquarter, diesem hier frisch aufgebauten Zelt-Headquarter sich besprechen. Und ich finde diesen Agent Wu, ich finde ihn
Ich finde es so lustig. Ich mag den voll, den Charakter. Das ist ja ein relativ einfaches Konzept, was jetzt nicht nur Marvel anwendet bei Filmen und Serien, dass du immer so zwei, drei total sympathische Figuren hast in der Gruppe von entweder total uninteressanten oder total arschigen Figuren. Und in dem Falle, in diesem Headquarter, ist es ja, wie gesagt, Darcy und es ist Hu. Und es ist halt echt ganz, ganz nett, wenn die da vor dem Fernseher sitzen, zusammen Chips essen und sich diese Folge da angucken. Ja, ja, genau. Oh, und dann auch dieser Witz, wo sie dann Kinder kriegt. Weißt du welche? Und er denkt, ja, ja, ich habe schon an Kinder gedacht. Nein, ich meine die Chips. Ja, ja, genau. Das ist so eine Szene, wo ich den sehr lustig fand. Und oder auch die Szene, wo der CEO, sag ich mal, ich weiß jetzt nicht, Special Agent, der Kopf von der ganzen Organisation. Ja, hier, Special Agent Arschgesicht, was soll's. Arschgesicht, genau. Dann irgendwie sagt er, sie sind mitteilungsbedürftiger wie meine Drohne, die ich losgeschickt habe. Haben sie dann niemanden, zu dem sie können? Und dann sagt er, ja, nee, die Softball-Liga ist momentan zu Ende. Das ist geil. Fand ich lustig. Also, ich mag den voll. Hat so ein bisschen auch, finde ich, vom Carlson so diesen Charme. Also, so dieser Charakter, wo eigentlich nicht... Ach, Coulson, ja. Carlson, ja. Er ist zwar kein Hauptcharakter, ist so ein Nebencharakter, hat aber trotzdem viel Screentime. So. Und das war ja Carlson genauso. Er war ja so ein bisschen eher der Nebenmann, hat aber schon, wenn er Screentime hatte, coole Momente. Naja. Jedenfalls, bei welcher Szene sind wir jetzt? Jetzt fangen sie an, diese einzelnen Leute zu identifizieren, ne? Genau. Richtig. Und da kriegt man jetzt zum Beispiel alle Charaktere, wie auch der Chef und seine Frau, dass das im wirklichen Leben Person XY, ich habe mir die Namen nicht gemerkt, ganz ehrlich. Das sind Sitcom-Darsteller oder Darsteller aus was auch immer. Mhm. Die anscheinend alle mit AIM unter Vertrag sind. Ja. Also, jetzt wissen wir, die amerikanische Kultur wird mit schlechten Sitcoms bombardiert von einer bösen Organisation. Das ist die Erkenntnis des Tages. Aber ich meine, es macht doch nur Sinn. Ich meine, die NRA hat doch Konkurs angemeldet, ne? Muss ja was Neues jetzt her. Ja. Ja. So, dann, wo sind wir dann? Also sie finden, was ich lustig fand, was ich interessant fand, ist, wo sie diese Charaktere alle da an dieser Wand pinnen, das sind diese direkten Nachbarn, wo den Vision ja bei Episode 3 angesprochen haben, dass die Geraldine nicht echt ist. Wie heißt die? Geraldine. Ja. Es heißt auch Wolverine und nicht Wolverine. Ja, ja. Ja, ja, danke. Ja, dass die zwei Personen halt irgendwie, entweder sind sie mir entgangen, aber ich glaube, ich habe die da auf dieser Pinwand nicht gesehen. Wen? Ja, gerade diese zwei Nachbarn, wo Vision auf Geraldine. Also der eine, der Herb, da wird er der Herb, sagen, der war Herb dran. War dabei. Ja, okay. Wen ich nicht gesehen habe, ist die andere, die von Catherine Hahn gespielt wird. Genau, die Agnes. Agnes. Und da glaube ich auch, dass die vielleicht noch irgendwie wichtiger wird. Aus dem einfachen Grund, Catherine Hahn ist eine relativ bekannte Schauspielerin. Ich glaube kaum, dass sie die einfach so verfeuern für so eine 0815-Rolle. Ich glaube, dass die wirklich noch wichtig wird. Und vor allem im Gegensatz zum Beispiel jetzt zu Deborah Jo Rupp oder den anderen, ist die Catherine Hahn bisher in jeder Folge auch aufgetaucht und hat Wanda irgendwie in eine Richtung manipuliert und ihr immer Ratschläge gegeben. Ja, das meine ich ja. Und deswegen ist mir, also ich meine auch, den Herb hätte ich nicht gesehen, aber kann auch sein, dass ich den übersehe. Doch, der Herb, ja. Der war. Also ich habe Herb nicht gesehen, aber ich habe halt zugehört, weil als er eines dieser Steckbriefe an diese Wand pinnt, sagt er, und wir haben bla 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 als Herb. Deswegen. Ah, okay. Na gut, dann ist mir das vielleicht unterlaufen. Kann ja auch passieren. Das sollte es aber nicht sein. Halt das soll irgendwie, dass Agnes Agatha Harkness ist mittlerweile. Ja, das hast du ja gerade eben, glaube ich, schon mal angesprochen. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Das ist eine boshafte Hexe, die Wanda immer in bestimmte dunkle Richtungen manipuliert hat in den Comics. Ja. Ah, okay, das macht natürlich Sinn. Was ich mich nämlich auch jetzt langsam frage, der Kevin Feige hat ja gesagt, dass WandaVision sehr wichtig sein wird für den Doctor Strange in the Realms of Madness, wie immer der zweite Teil jetzt heißen soll. Und aktuell sehe ich da noch keine wirkliche Multiverse
Sache. Für mich ist das aktuell halt einfach das Wanda, das in ihr einfach erstellt, dass sie sich quasi eine eigene Welt erstellt. Ist das schon ein Multiversum, was die da kreiert, oder ist das, ich lese keine Comics. Da komme ich dann im Verlauf der späteren Folge dazu. Ich habe da eine Theorie, die wurde in der letzten Folge schon angeteasert und mit der Folge noch mal ein bisschen mehr bestätigt, was da mit Wanda passieren könnte, okay, dass sie dann bei dem Doctor Strange-Film vielleicht positionieren könnte. Okay, dann notiert ihr den Punkt. Vielleicht kommen wir dann noch mal drauf zu sprechen. Oder vielleicht in einer späteren Folge, genau. So, dass wir hier ein bisschen vorankommen. Nämlich dann kommt die nächste Szene, wo Darcy eine Idee hat, wie sie vielleicht Kontakt aufnehmen kann zu der geschaffenen Welt von Wanda und baut dann eine riesen mechanische, elektronisches Gerät draußen auf. Ja, komm, machen wir es kurz. Sie baut da so eine Art Antenne, ja, und weil die hat ja so ein Radio gesehen und sagt da, also Wissenschaftsfilm, bla bla. Müssen wir nicht drauf eingehen. Ja. Auf jeden Fall senden sie halt mit dieser Antenne, als Wanda dann an einem Radio steht. Das ist dann die Szene, ich glaube, in der zweiten Episode war es, wo sie halt mit diesem Country-Club da mit dieser Blondine geredet hat, senden halt ein Signal auf das Radio zu. Und es scheint zu funktionieren. Wir wissen, es hat funktioniert. Allerdings macht Wanda das Radio ja Anführungszeichen unten, mundtot Anführungszeichen oben. Ja, genau. Ja, sie macht das Gerät, das Bing gemacht hat, wieder aus. Ja, aber genau in der Szene sieht man aber halt auch, dass Darcy nur die geschnittene Version von der Folge bekommt. Weil man sieht ja, wie das Radio eigentlich ungeschnitten in der Uncut-Version, in der Snyder-Cut-Version. Oh, bitte. Bitte lass diesen Stunden Hashtag Kassung aufkommen, release the Snyder Cut of WandaVision, bitte. Lasse wird's freuen. Ja. Jedenfalls sieht man ja in der Uncut-Version von dieser Folge, dass dieses Radio halt explodiert, weil sie diese Nachricht von Agent Wu bekommt. Und in der Version, wo Darcy sieht, sieht man das eben nicht. Da wird das nämlich rausgeschnitten. Da sieht man dann nur, wie sie verdutzt auf einmal guckt. Und dann eine Sekunde später steht dann die andere, die Blonde da, mit dem Tuch in der Hand und sagt irgendwie irgendwas von wegen hier, weißt du, wie man Blutflecken aus Klamotten bekommt, bla bla bla. Mehr dazu bei schnittberichte.de. Genau. Ist es D oder ist es Com? Ich glaube, Com ist es mittlerweile. D. Ja. D? Ja, ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Wie gut wir im Abschweifen sind, ne? Toll. Ja, das ist super. So. Jetzt. Das heißt Schnittberichte Com. Ihr habt recht. Siehst du? Auch ich hab mal recht. Gewöhn dich nicht drauf. Ja. So, ihr bringt mich aber aus dem Konzept. Welche Folge ist sehr gut, Patrick, sehr gut. Ey. So, welche Szene waren wir denn jetzt? Wir waren Asien. Wir waren bei der mit der weißen Frau, die den Blutfleck rausbekommen wollte. Genau, weil in dem Moment diese Nachricht von Agent Wu reinkam, genau. Und dann sieht man kurz nochmal den Bienenmann, wie er durch das Portal, aber das hatten wir ja vorhin schon. Jetzt sind wir da, glaube ich, schon, dass wir sehen, wie Darcy und Wu halt die Episode schauen, wo Wanda ihre Zwillinge bekommt. Ja, genau. Und dann erleben wir ja, was passiert mit Rambo, die ja Hebamme wider Willen war. Und dann, ja, habt ihr ja schon angesprochen, ihr dachtet ja, oder du, Sam, dachtest ja, dass irgendwie AIM die abholt. Ja, genau. Und jetzt sehen wir aber, nee, Wanda hat sie in bester Action-Comedy-Art durch zig Mauern geschleudert, aus dieser Zone raus, nenne ich es mal. Ja. Das war nett. Durch drei Wände, also durch zwei Hauswände und durch die Hausmauer noch, also die Grenzmauer. Wo ich mir gedacht habe, die müsste doch zerquetschte und zertrümmerte Knochen haben. Ja. Und jetzt kommen wir zu der Theorie. Okay. Gerade in diesem Moment zeigt ja Wanda quasi zum ersten Mal in der Serie so eine gewisse Boshaftigkeit. Irgendwas zerstört ihr Weltbild. Sie schleudert diese Person gnadenlos weg. Ja. Meine Theorie ist, dass Wanda am Ende dieser Serie quasi die dunkle Seite der Macht oder whatever betritt und als Bösewicht Hallo. In Doctor Strange Hallo. Installiert wird. Hallo, wir sind hier bei Marvel, nicht bei Star Wars. Ja, du weißt, wie ich es meine. Naja, aber du weißt schon, zu wem Marvel und Star Wars gehören, oder? Ja, ja. Du weißt, es gibt so ein Crossover. Nee, das nicht. Star Wars, Marvel. Nee, ich weiß. Aber ich glaube, dass Marvel und Disney sich halt immer ähnlicher werden. Das davon kann man ausgehen. Leider, ja. Nee, mach du zuerst, weil meins ist, glaube ich, wieder ein bisschen jetzt nach vorne gesprungen.
Naja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich die in dieser Szene diese Bildsprache so genial fand, weil man sieht ja die Sitcom-Szene wieder, wo sie dann auf 4:3 gehen, Format. Dann wird es ja wieder so cineastisch und dann werden die Farben auch ein bisschen kräftiger und sie gehen auf diese 16:9, wo Wanda ja hier Rambo rausschleudert. Und ich fand, also diese Bild, sagt man das Bildsprache in dem Fall? Fand ich halt da mega stark. Ich fand, das hatte auch... Aber das hatten wir, glaube ich, in Folge 2 schon mal, ne? Hatten wir. Ich fand, das war auch wirklich so richtig schöner Comic-Style oder Comic-ähnlicher Style. Vor allem, wie sie dann die Mauern dann wieder zusammenbaut und... Ja. Was ich ja interessant fand, war eine ganz kleine Sache. Und zwar, als wir dann... Also als die Geraldine halt aus dem Ding raus ist und dann sind wir wieder zurück bei Wanda, kommt Vision zurück. Und Wanda erzählt ihm halt so viel wie, ja, hast du kein Problem, nee, du Stack, ne, alles easy peasy, komm, lass uns, let's have a good time. Und dann sieht man ganz kurz, dass Vision... The Walking Dead. Walking Dead? Was? Naja, du meinst doch die Vision Szene, wo Vision rausgerissenen aber als, Stein. Genau, als tote Person kommt er zurück. Leichenblass. Leichenblass. Ach so, nee, das meine ich gar nicht. Nein. Aber sie gehen dann aus dem Bild und Vision bleibt dann noch ein bisschen im Bild als drin, hat auch seine rote Maskierung auf, also ist nicht maskiert eigentlich. Ja. Und er guckt dann so ein bisschen komisch, so ein bisschen, als ob er irgendwas nicht glaubt, dass er selbst das Gefühl hat, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Und dann schüttelt er es aber so ab und geht dann zu Wanda auf die Couch. Und ich glaube, dass es vielleicht Vision wird, der letztlich vielleicht den ganzen Spuk beenden wird. Der vielleicht, ich gehe davon aus, dass, wenn diese Theorie mit dieser Hexe stimmen sollte, die Theorie finde ich, aktuell finde ich die sehr logisch, dass es so eine Szene kommen wird in der letzten Folge, wo Wanda kurz davor ist, alles zu vernichten, alles umzubringen, um ihre Welt zu erhalten. Und dann Vision ihr ins Herz redet und sagt, nein, es ist nicht meinst, wahr. Meinst du, sie bekommt am Ende der Serie so Buffy-Anleihen? Ich habe Buffy nie gesehen, von daher kann ich das nicht sagen. Naja, es gab ja bei Buffy irgendwann, da ist ja die Willow, heißt sie, glaube ich. Boah, das ist schon so lange her. Ach, ja. Die wird doch dann irgendwann zur bösen Hexe, zu einer bösen Hexe und will die ganze Welt, oder nur die Stadt zerstören. Nee, ich glaube, die ganze Welt will sie zerstören. Die will ja, wenn schon, denn schon. Zerstören, wie es halt Hexen gerne machen. Genau, und dann wird sie ja... Ja, aber das ist, wir besprechen hier ja nicht Buffy. Du spoilerst jetzt gerade noch nebenbei Buffy. Buffy, genau. Das ist heute echt Abschweifung Deluxe. Ja, heute ist echt. Ja, wenn wir schon mal dabei sind. Vielleicht heißt die Folge dann auch nächste Woche Abschweifung Deluxe. Ja. Deluxe. Wenn wir schon mal spoilern sind, da kann ich noch kurz verraten. Bruce Willis in Sixth Sense ist tot. Tyler Durden, der Erzähler, ist eigentlich dieselbe Person. Und Darth Vader ist Luke Skywalkers Vater. Krass. Beschwerden gehen an info@telestammtisch.de. Danke. Ich hätte doch die rote Pille nehmen sollen. Ja. Naja, so, ja. So, Stu, wolltest du noch fortfahren oder? Nein, das war die Szene, die mir persönlich aufgefallen ist, dass ich die Originalversion von Vision ja potthässlich finde und dämlich aussehen finde, habe ich jetzt schon, glaube ich, im ersten Cast gesagt. Ja. Ich denke auch, er war ein bisschen verwirrt, dass er mit seinem lila Roboterdödel eine Hexe schwängern konnte. Habt ihr das mitbekommen? So, das muss ich außerhalb Trivia jetzt mal so erwähnen, dass, also nicht außerhalb Trivia, sondern außerhalb der Serie, das ist so eine interne Trivia, dass die sich zusammengesetzt hatten und Monate diskutiert haben, wie der Dödel von Vision aussehen soll und sich überhaupt nicht Gedanken gemacht haben, wie das mit dem Zeitreiseaspekt funktioniert, aber Hauptsache der Dödel funktioniert richtig von Vision. Vor allem, ich fand das so lustig, diesen Wortlaut. Joss Whedon braucht etwas, wonach er greifen kann, also lila Penis. Wobei man ja Visionsdödel nie sieht, ne? So vielleicht gibt es ja einen geheimen Infinity Stone, der sich da unten befindet. Ja, aber du musst dir das echt vorstellen, wie sie dann im Meeting sitzen, ein Raum voller lila Dödel und die Mitarbeiter dachten, was geht denn jetzt ab? Vielleicht ist auch Joss Whedon wegen einem Raum mit ganzen lila Penissen gefeuert worden, weil sie dachten, okay, jetzt nimmt's Überhand. Aber wie darf ich mir das dann vorstellen, wenn gar nicht, stell's dir gar nicht wenn vor. Wenn die Sex haben, ruft dann Wuschen, Mondsterne, Flieg und Sieg. Oh Gott. Ja, Telestammtisch, Qualitätspodcast seit 2018. Also heute ist echt die Folge der Abschweifungen. So. Ja, tut mir leid, ich glaube, daran bin ich nicht ganz unschuldig. Kein Thema, ist gut.
Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass wir mal in der Früh aufnehmen. Wahrscheinlich sind wir in der Früh noch ein bisschen bekloppter. Ja, das kann gut sein, ja. Und nicht ganz so übermüdet, sondern da ist doch so ein bisschen Hyperaktivität drin. Ich glaube, wenn wir die stattdessen heute Abend so um 22:30 aufgenommen hätten, die ginge das wahrscheinlich so, ja, WandaVision Folge 4, ja, es war alles nur ein Prolog, ja, es gibt jetzt das und das, okay, tschüss, bis nächste Woche. So 10 Minuten, fertig, genau. Nun gut. Ja, warum ich Walking Dead angesprochen habe, die Szene wollte ich auch noch sagen, Wanda. Ja. Gott sei Dank bin ich der Schnittmeister. So. Wanda dreht sich ja dann zu Wish um und sieht ihn dann in seiner toten Form. Deswegen habe ich vorhin dieses The Walking Dead angesprochen gehabt. Weil da sieht man ja diese blasse, kaputtene, pupillenlose, also er hat keine, oder die Augen sind weg und dieses Riesenloch in der Stirn. Glaubst du etwa, dass Wanda der Nekrophilie zugetan ist? Ist das noch Nekrophilie, wenn das ein halber Roboter ist, oder ist es dann einfach nur ein extrem seltsamer Fetisch-Nerd? Ich glaube, diese Frage, das könnten, sollen die Leute vom Westworld-Cast eines Tages mal beantworten, nicht wir. Ja, nur hier sitzt leider einer vom Westworld-Cast. Ach, fuck. Also ich bin's nicht. Ich bin's nicht, du. Ganz ehrlich, das ich habe gerade übelste Kopfkürmes und das Weiße, was da oben gerade abgeht, will ich jetzt hier nicht äußern, weil es könnten Kinder zuhören. Also. Ach ja, nee, ich denke, dass die Szene einfach, weil sie ja in dem Moment auch erinnert wurde an Pietro Lombardi. Pietro Lombardi, ja. Hauptsache Alessio geht's gut. Macarena. Weil mein Ruf kaputt geht und nicht deiner. Ja, sie kriegt ja in der Szene, wird sehr kurz an ihren Bruder und auch an Ultron erinnert. Und ich denke, dass es einfach noch so ein Erinnerungsschnipsel ist, wo sie dann sieht, also er ist ja eigentlich tot, ne? Oh, scheiße, schon wieder ein Spoiler. Aber das in der Sekunde dann auch gleich wieder weg ist, wo sie sich dann wieder, sag mal, regeneriert und wieder in ihres Setting von dieser Sitcom reinkommt. Du hast da sogar noch einen Moment übersprungen. Ja. Fällt mir gerade auf. Ich witter. Also Wu und Darcy schauen dieses Sitcom und dann erwähnt Geraldine quasi Ultron und auf einmal sagen die, hä? Stimmt. Seit wann geht denn das? Ja. Seit wann hat da die Realität Einzug genommen? Weil das wirklich so ein Glitch war. Haben die schon mal Bezug auf die Realität genommen, genau. Das sagt er dann richtig. Ja, stimmt, die Szene habe ich übersprungen. Verdammt, du musst aber auch alles merken. Dafür hast du dich mit lila Penissen angefangen, die von Josh Whedon ergriffen wurden. Von daher. Irgendeiner hätte es noch gemacht, habe ich das Gefühl. Nein, hätte es nicht. Du bist der Einzige. Hey, ich bin immer noch im Cast für den Horst, okay, Patrick? Ich muss mich benehmen. Nein, Spaß. Ja, jedenfalls sieht man dann eigentlich genau das gleiche Ende wie schon in Episode 3. Sie setzen sich auf die Couch und gucken Fernsehen. Und dann ist die Folge eigentlich schon rum. Ja, und was wir jetzt in gefühlt 40, 45 Minuten erzählt haben, geht da wirklich in 25 Minuten vonstatten. Ja, aber die ist nicht so lustig wie wir. Das stimmt. Und ich finde auch, dass die Darsteller nicht so gut aussehen wie wir. Das sollte man auch mal sagen. Das ist eben. Und ihr könnt es nicht sehen, aber die Special Effects, die wir hier auffahren, ist der Wahnsinn. Also Patrick läuft oder sitzt seit der Beginn dieses Podcasts mit einem perfekten Robert Downey Jr. Deepfake-Gesicht da. Ja? Aber leider haben wir das hier nur als Audioformat. Leider. Und ich sitze auf einem Einhorn, Pinkness. Nein, Spaß. Wir haben dich nicht dazu gezwungen, das zu tun. Du hast es freiwillig getan. Freiwillig getan. Ja. Yeehaw. Also was ich damit sagen will, ist, dass ich die Folge, wie die anderen Folgen eigentlich auch, durchaus kurzweilig finde. Nur halt eben, wie zu Beginn des zu langen Podcasts schon erwähnt, da fehlte mir einfach das Überraschende. Also es wurde halt im Prinzip so ziemlich all das bestätigt, was wir jetzt in den letzten Folgen uns gedacht haben. Richtig. Was ich jetzt noch kurz ansprechen möchte, ist der Abspann. Den hattest du ja in der ersten Folge, wo wir besprochen hatten, du ja angesprochen gehabt, dass du den eigentlich richtig cool findest. Ja. Dass der sich jetzt aber auch geändert hat. Ist dir das aufgefallen? Man sieht jetzt den toten Vision in diesem Abspann. Oh, nee. Ich will ehrlich sein. Als der Abspann anfing, lief der so 10, 20 Sekunden und da bin ich halt unten in der Timeline so rumgegangen mit der Maus, zu gucken, ob da noch irgendwas kommt. Und ich habe nichts gefunden. Dann habe ich ausgemacht.
Ich hoffe ja bei jeder Folge irgendwie, dass da noch eine After-Credit-Scene kommt. Aber ich das sind wir von Marvel so gewohnt. Das sind wir von Marvel so gewohnt. Ja. Also ganz ehrlich, das Geilste, was Marvel machen könnte für ihre vierte Phase, ist, dass sie sagen, wisst ihr was, keine After-Credit-Scenes mehr. Das finde ich geil. Ja, das war immer so das Ding, wenn man ins Kino gegangen ist. Ach, Kino, ich vermisse es. Ja. Und bei Marvel-Filmen bist du grundsätzlich immer sitzen geblieben als Marvel-Nerd oder Fan. Und die Leute, wo dann immer aufgestanden sind und weggelaufen sind, ich mir immer gedacht habe, Alter, ihr seid keine Nerds. Wer hat das doch nicht mitbekommen? Das frage ich mich auch. Wer hat das doch nicht mitbekommen? Ja, ich weiß auch nicht. Aber was ich immer ätzend fand, ist, ich habe eine sehr schwache Blase. Ja, und wir müssen zum Ende kommen. Genau, und dann denkst du dir auch so, boah, jetzt mach endlich hin, ich muss diese verdammte After-Credit-Scene sehen. Und naja, okay, gut. So meinst du es, ja, okay. Machen wir eigentlich auch eine After-Credit-Scene für diesen Podcast? Du meinst, wir machen Strip-Poker in Schnelldurchlauf? Oder wer ist ein Shawarma? Das ist jetzt ein bisschen schwachsinnig, weil ich habe eh nichts an gerade. Also. Verdammt nicht. Da machen wir Strip-Poker umgekehrt. Okay, ich fange an. Ich ziehe an meinen Tanga. Tiger-Tanga? Was immer du willst, Sam. Yeah. Ich zieh so. Das ist deine Rede, ich meine. Ja, genau, ist meine selbst kreierte Wanda. Aber schön ist, in deiner Realität gibt es wieder Kino. Von daher, okay. Gut, bevor wir abschweifen, würde ich jetzt echt sagen, lass uns mal einen Deckel Drupp machen, bevor der Patrick jetzt wieder anfängt zu labern. Und ich auch. Sollen wir noch schnell Bewertung raushaue? Oder? Ja, war eine gute Folge, Ende. Ja, gut. Patrick? Ja, ich fand's auch cool, vor allem, dass die beiden Nebendarsteller mal ein richtig schönes Team-Up hatten. Aber sonst haben wir alles gesagt. Wir haben keine Antworten bekommen, die wir nicht irgendwie vermutet haben. Es hat halt auf einmal wieder diese Marvel-Mechanismen und ich habe jetzt ein bisschen die Befürchtung, dass es jetzt von Folge zu Folge gewöhnlicher wird. Deswegen, ja, das wird auch wieder eine 3 von 5 Realitätszerrungen sein irgendwie. Ja, ich finde auch, dass gerade dieser Kniff, wo es in den ersten 3 Folgen hat mit diesem Sitcom, hat mir halt sehr gut gefallen. Ich kenne viele Leute, denen das nicht gefallen hat. Und ich befürchte eigentlich genau das Gleiche, dass die jetzt in diesen MCU Schema wieder reinfallen, was ich schade fände. Deswegen vielleicht doch so, wie jetzt du es vorhin gemeint hatte, dass es so einen Wechsel machen. So, man sieht mal Sitcom, man sieht mal Realität. Das fände ich eigentlich toll. Weil da hätte ich noch eine abschließende Frage. Ja. Was wäre euch lieber, wenn sie jetzt so handhaben, wir haben dann eine komplette Folge nur Sitcom und dann die nächste Folge wird dann wieder nur in der Anführungszeichen Realität stattfinden oder dass sie innerhalb einer Folge immer rumswitchen? Mal 5 Minuten Sitcom, 5 Minuten Realität. Was wäre euch lieber? Ach, schwierig, weil ich muss sagen, ich habe natürlich sämtliche Serien, Marvel-Serien und so angeguckt, aber bei manchen, Luke Cage war es, glaube ich, das fiel mir unheimlich schwer, da dran zu bleiben, weil das eine Folge nach der anderen dieses typische Marvel-Schema war und ich meine, ich guck's gern, aber man ist es halt schon gewohnt und so und man zieht sich halt irgendwie ein bisschen satt und dadurch, dass es dieses Sitcom-Setting da war, fand ich das so erfrischend und so. Ja, es hat einfach Spaß gemacht, dran zu bleiben, weil man ja weiß, dass hinten dran doch was anderes steckt, aber gleichzeitig dieses Sitcom-Setting halt wirklich Spaß gemacht hat. Deswegen, ich bin da so, mir wird's halt wirklich besser gefallen, wenn sie in der Folge so eher so Schnitte machen. Man sieht einen Teil von der Sitcom und dann einen Teil von Real. Aber jetzt jede Folge so im Wandel. Im Wechsel meinst du? Ja, also Wandel. Oh. Ach so. Weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Naja. Vor allem, ich habe auch einiges an Marvel-Serien gesehen, aber bei mir war es dann Iron Fist, als ich abgebrochen habe. Das war mir zu nervig. Ja. Und ja, wir haben Marvel-Serien, die Formel F machen. Deswegen fände ich das schade, wenn sie dieses Alleinstellungsmerkmal jetzt auf einmal aufgeben würden. Ja. Also ich wäre auch dafür, dass sie in einer Episode immer mal wieder umswitchen. Ich glaube, es wäre auch aktuell, glaube ich, das Beste, was wir machen können. Ja, was jetzt überwiegt, ob mehr Sitcom oder mehr Dings, das muss man dann halt von Folge zu Folge sehen, was dann halt in dem Moment angesprochen wird oder wenn in der Sitcom gerade nicht viel passiert und aber in der Außenwelt eigentlich mehr passieren würde, dass man da schon mehr Screentime in der Realität oder sowas, das kann man ja offen lassen, aber so, dass man nur noch Realität oder nur noch Sitcom. Wir werden es ja nächste Woche erfahren. So ist es, genau. Gut, wenn keiner mehr was zu sagen hat. Ich grüße meine Mutter und alle, die mich kennen. Patrick? Ja. Du grüßt meine Mutter nicht. An alle Westworld-Cast-Hörer und an alle Horst-Hörer.
So, und ich grüße Stus Mutter natürlich auch. Danke. Und wünsche euch allen Zuhörern noch einen wunderschönen guten Tag oder gute Nacht oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr es hört. Und verabschiede mich in diesem Sinne. Paris Athen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden, von dem Sie glauben, unser Podcast gehört genau in deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne hinterlassen können auf den Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann. Und bewerten Sie uns, das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via PayPal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate Links zu nutzen, die Sie in den Shownotes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!